So, da sind wir wieder. Aber halt. Wenn du den Typ auf dem Bild suchst, geh zu einem Waffenhändler in Alphabet City. Er heißt Carradine. Ich glaube, ich habe seine neue Nummer hier in meinem Handy. Halt! Boah, eine Blindbombe. Mist! Ich war so auf die Antworten aus, dass er mich einfach austricksen konnte. Denk daran, ab und zu das Upgrade-Menü zu besuchen. Jo. Aufstehen. Wie hat Captain Stacy immer gesagt? Die großen Fische fängt man mit den kleinen. Du hast gerade die Effektivitätsstufe von Spider-Man als Anzug erhöht. Indem du Schläger besitzt und Missionen abschließt, erhält Spidey EP für den Anzug, den er gerade trägt. Wodurch sich dessen Stufe irgendwann erhöht und seine Fähigkeiten noch wichtiger werden. Phone-Menü. Okay. Okay. Ah, okay. 1250 haben wir jetzt Reichweite und Effizienz. Können wir nicht mal kaufen? Ja, das denn. Jo. Ah ne, geht auch noch weiter runter. Oh mein Gott. Egal, haben wir eh noch nicht. Okay, geil. So, da habe ich schon wieder was gesehen. Sehr nett. Ah, Comics können wir hier auch wieder sammeln. Das ist natürlich okay. Super geil. Wie schwer kann das schon sein? Es ist ein Mobilfunkmast. Er ist hoch und spitz. Ach, hier oben können wir das jetzt auch gar nicht mehr benutzen. Das ist natürlich jetzt sehr geil genug. Oh, danach habe ich gesucht. So. Das behalte ich dann wohl mal. Aber irgendwie checke ich das noch nicht so ganz. Manchmal kann ich halt irgendwie. Ich hab den. Wann lernen die Leute endlich, dass man nicht Spider, Bindestrich, Man schreibt? Der Bindestrich ist wichtig. Der Bindestrich ist wichtig. Da hab ich noch eine Seite. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Das bockt ja mal mega. Wie geil ist das denn? Wunder Media. Hey, das ist geil. Moment. Karte, was ist das denn hier? Fotountersuchung. Und noch eine Fotountersuchung. In einer verdächtigen Situation. Und noch eine. Ach, Scheiße. Kommunikationsturm. Ah ja, easy. Entweder ich finde einen Mast und hacke ihn, oder ich verfolge jeden Einwohner im Viertel persönlich. Ich nehme entweder. Oh, geil. Mit A diesmal. Oh. Ich würde ja gerne ein Foto von Detective DeWolfs Beweisen machen. Hier war das. Nein.
Ach so. Perfekt. Kann ich lesen, auf jeden Fall. Sehr interessant. Foto geschossen. Die aufzeichnen. Ach, Audio. Dieser Bandenkrieg ist eine Krise, aber auch eine Chance. Menschen werden unvorsichtig, wenn sie in eine Ecke gedrängt sind. Diese Typen sind so darauf konzentriert, sich gegenseitig auszuschalten, dass sie mehr als sonst riskieren. Ich glaube, wir können dieses Chaos nutzen, um Mitglieder des organisierten Verbrechens zu überraschen und wegzusperren. Jo. Hat schon mal irgendwer daran gedacht, dass es vielleicht mehr als einen Spider-Man gibt? Gib nur mich, du Vogel. Okay, mach mal die Mission weiter. Ja, das kennt man ja. Seite. Da bin ich. Bingo. Na, komm. Okay. Muss man Y drücken? Na gut. Okay. Komm zu Papa. Falsche Richtung. Waffenhändler sind meistens paranoid und vorsichtig. Ich kann Carradine nur finden, wenn ich die nächste Antenne hacke und seine Anrufe abfange. Los. Beeindruckende Sicherheit. Ich kann den Mast erst hacken, wenn ich sie ausschalte. Hoffentlich habe ich wieder dieses seltsame Kribbeln, das mir dabei hilft, etwas zu finden. Ah, okay. Da ist noch eine. Na, Moment. Oh, danach habe ich gesucht. Wie cool. Oh, noch eine, Alter, nice. Na komm. Okay, Alphabet City, sprich mit mir. Ah ja, okay. Jetzt kommt das hier wieder. Hauptmission, Nebenmission, machen wir mal. Heldendaten verbessern, Spider-Mans Ruf. Und gewähren ihm Boni auf die Fähigkeit seines Anzugs. Lässt du dich über den freien Lauf mit J. Jonah Jameson vom Daily Bugle nicht eine Sekunde zögern, Spider-Mans Ruf zu zerstören. Ah ja, okay. Was willst du denn mit Waffen? Dein Ding war doch immer Brandstiftung. Nein! Ja, aber heutzutage trägt jeder eine Kanone. Man kann nicht mehr ungestört an Feuer legen, ohne dass irgendein Idiot gleich losballert. Okay, kein Problem. Komm in die Gasse hinter Jazzy Johnnys Nachtclub und hey, nur Cash. Das könnte Carradine sein. Zeit für eine kleine Clubtour. So, wo geht es denn hin? Da geht es hin. Könntest du zumindest so tun? Wärst du nicht inkompetent? Hey, hey, hey. Zu Hause nachmachen. Alles verletzt und kein Ausweg. Jawohl. Autodiebe waren das. Okay, Leute, nice. Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. Ah, okay. Geil.
Boah, komm. Okay, das ist noch komisch, ja, also. What? Daran werde ich lange denken. Nicht an den Kampf, sondern wie gelangweilt ich bin. Oh. Manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Anwohner dankten Spider-Man für seine Arbeit in ihrem Bezirk und nannten ihn, ich zitiere, einen von uns. Das ist natürlich... Eines Tages werde ich Jonah Jameson sagen, wer ich wirklich bin, nur um den Ausdruck in seinem Gesicht zu sehen. Im Film, weil der hört ja jetzt meistens irgendwie immer. Ach so, wie ist es schon mal vorbei? Wo hier was ist? Im Film hört er das ja auch schon. Geil. Was hat der? Achso, wir müssen hier sowieso hin. Okay. Achso, noch ein weiter. Das ist nicht Carradine. Aber er darf auf keinen Fall noch mehr Waffen in Umlauf bringen. Die Spinne! Lass uns nicht kämpfen. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Na komm. Keine okay. Sorge, im Knast soll es jetzt viel schöner sein. Die Toiletten haben Sitze und so. Nice. Ich kaufe ihm einen Drink. Du entscheidest, Spider-Man. Lass uns gehen oder diese Leute brennen. Scheiße. Oh Gott. Wo sind sie? Treppe hoch. Ja! So viel zu Feuer und Romantik. So begeht nicht. Geht er? Achso. Meine Brille ist ganz beschlagen. Achso.